Hi, hi, hi. Ach, das Schöne bei diesen ganzen Arena-Kämpfen ist ja, dass ich gerade auch nicht wirklich fangen muss, ne? Das heißt, meine Handgelenke, die werden sich freuen. Ist alles wieder easy. Guck mal, der King ist auch dabei. Ach ja. Vertania City. Ich bin so froh, dass Urst uns gesagt hat, dass wir hier nochmal hin müssen, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gecheckt. Wahrscheinlich. Hallo, Urch. Na, aber ich geh. Verschlossen, wie gesagt. Aber warum? Sesam öffne dich. Na, du wirst es nicht. Hey, Maddie, sag doch was, anstatt mir dabei zuzusehen, wie ich mich hier zum Apfelmann mache. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Verrat mir lieber, wie viele Orden du dir schon erkämpft hast. 7, da liegen wir ja Kopf an Kopf. Ah, fehlt bloß noch die Arena von Vertania City, aber aus irgendeinem Grund ist sie nie offen. Wir müssen jemanden finden, der uns sagen kann, warum wir nicht in die Arena kommen. Fällt dir jemand ein, der uns helfen könnte? Professor Eich, Anubis, der alte Manda? Was sind das denn für Optionen? Der alte Manda, fragen wir mal den Opa. Ne, fragen wir Professor Eich, der weiß alles. Ja, natürlich, wer sonst? Na, machen wir uns auch die Sorgen. Hätten wir mal, jetzt kommen die Kommentare. Hättest du Anubis gefragt, während der Szene gekommen? Na, zieh mal einer an, Maddie. Und Urs ist ja auch dabei. Ihr werdet beide so viel erwachsener als bei unserem letzten Treff. Ach, und ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Lass mich euch jemanden vorstellen. Junge. Haben die nicht einmal darüber geredet, dass sie uns schon... Das ist egal. Das hier ist mein Enkel. Ach, wie war doch gleich sein Name? Oh, komm schon, Opa, das war noch nie witzig. Außerdem kenne ich die beiden schon längst. Ach, nicht mal ein kleines Späßchen darf man sich erlauben. Ah, du und deine Späßchen. Aber lassen wir das. Viel wichtiger ist, ihr beiden habt eine echt reife Leistung aufgelegt. Na, die Sache mit Team Rocket. Wer hätte gedacht, dass der Boss sich höchstpersönlich in der Sith Company rumtreiben will? Und ihr beide habt ihn zur Strecke gebracht. Ja, um ehrlich zu sein, hat Maddie sich ganz allein um Giovanni gekümmert. Und wir beide waren ja im Foyer, das hast du ja wohl vergessen jetzt, oder? Ich hab nur hier und da was mitgeholfen. Ja, und wen schon? Du hast sie trotzdem richtig reingehängt, Urs. Das scheint für mich gerade nach einer Belohnung für euch zwei. Du erhältst einen Schlüsselstein von Blau. Das ist auch ein Satz, der nur in diesem Pokémon-Universum Sinn macht, ne? Du erhältst einen Schlüsselstein von Blau. Oder das, ich finde, Schlüsselstein von Blau könnte auch so ein Satz sein, der beim Skat fällt. Ich hab keine Ahnung. Du verstaust das Item in der Kampftasche. Oh, ein Schlüsselstein. Damit lässt sich bei einigen Pokémon eine sogenannte Mega-Entwicklung auslösen. Das ist eine besondere Art der Entwicklung, die über die herkömmliche Entwicklung eines Pokémon hinausgeht. Eine Mega-Entwicklung? Hab ich ja noch nie gehört. Mit Hilfe von zwei bestimmten Steinen, einem Schlüsselstein und einem Megastein, kann ein Pokémon einmal pro Kampf eine Mega-Entwicklung durchführen. Pokémon werden stärker, um mit noch mehr Einsatz für ihre Trainer kämpfen zu können. Die Mega-Entwicklung ist also ein Ausdruck der tiefen Bindung zwischen Trainer und Pokémon. Dazu fällt mir ein Gedicht ein. Schlagen zwei Herzen im Takte so reine, gepaart mit dem Zauber beiderlei Steine, so wird mit Getöse in all ihrer Macht die Kraft der Mega-Entwicklung entfacht. Ja, komm mal, zumindest ein richtiges Versmaß hat er. Also, das habe ich schon deutlich schlechter gesehen und gelesen. Genau. Ja, hab ich was für euch. Ihr könnt auch sicher was mit diesen Mega-Steinen anfangen. Wer hält ein Bisaflor-Need, ein Glurak-Need X, ein Glurak-Need Y oder ein Turtok-Need und quasi Spaghetti-Drück-Spaghetti-Düsen? Euer Ziel ist doch die Pokémon-Liga, stimmt's? Da könnt ihr sie ja mal ausprobieren. Ja, Mann. Unser Glurak mache ich auf High-End. Aber was? Das hilft mir jetzt doch nicht. Ich hab doch was ganz anderes gewollt hier. Die Pokémon-Liga ist für euch beide schon zum Greifen nah. Ja. Ich will mit deinem Enkel reden. Na, was macht ihr eigentlich hier? Was? Eine Arena-Leiter von Vertania City ist nie da, um Herausforderungen anzunehmen? Das ist in der Tat merkwürdig. Ich denke, ich werde dem Laden mal einen Besuch abstatten. Die Mega-Entwicklung. Oh, stell dir vor, was los gewesen wäre, wenn die Typen von Team Rocket sowas gegen uns eingesetzt hätten. Oh, ja, sowas haben die ja nicht. Das sind alles unsere Sachen. Okay, Anubis hat den Plan jetzt. Ja, ja. Ja? Oh, Evoli! Interessiert dich, was ich hier mache? Ich pflücke Blumen. Später werde ich sie zu einem hübschen Strauß binden und einem Menschen schenken, der mir sehr wichtig ist. Das ist aber gar ein Geheimnis. Bitte behalte es für dich.
Hast du schon das Neueste gehört? Der Arena-Leiter von Vertania City ist wieder da. Das freut dich doch bestimmt, oder? Du solltest gleich mal in der Arena vorbeischauen. Na los, ab mit dir. Storytelling bei Pokémon ist auch immer eine Glanzleistung des guten Geschmacks. Das ist einfach jedes Mal richtig gut. Also da kannst du... Stephen King kann einpacken. Alles vorbei. Oh ja, Backenknüpplips. Anubis ist total gut drauf. Es will deine volle Aufmerksamkeit hier. Die kriegst du auch, indem du erstmal hier arbeitest, wie der kleine Mann. Ne? Ja. Nicht immer nur selber alles haben wollen. Nee, hier wird auch mal gearbeitet. So. Das mit dem Himmelsritt ist aber trotzdem eine richtige Sause. Ach so, hier ist ja noch... Ach, guck mal an. Los, Spaltschnitt. Waps. Na, Fetti. Ach, ich wollte mich nur ein bisschen in der Sonne ausruhen. Und schon war ich einig. Ich hatte einen seltsamen Traum. Da war so eine verlorene Seele. Sie ist zu einer Flamme geworden und schwirrte dann in der Gegend umher. Hoch, wo kommt denn diese PTM plötzlich her? Das ist unheimlich. Hier, nimm du sie. Du erhältst TM11, ihr Licht. Dankeschön. Ja, was war das sonst? Hypnose, Traumfresser, eins von beiden. Keine Ahnung. Vergessen. Aber das ist auch so etwas, das könnt ihr mir jetzt gerne schreiben, aber es würde mich einfach null interessieren. Weil, mal ehrlich. Der Arena-Leiter ist endlich zurückgekehrt. Ach komm. So, Brudis, wir zählen jetzt alle Peitschen in diesem Laden. Audi, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Die Identität des Arena-Leiters von Vertania City kenne nicht einmal ich. Aber eins weiß ich. Dank deiner 7 Arena-Orden hast du das Zeug dazu, den Arena-Leiter herauszufordern. Alles, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass er stärker ist als alle Trainer, denen du bis jetzt im Kampf begegnet bist. Ach ja, und die Trainer hier setzen wohl gerne Boden-Pokémon ein. Was auch immer das bedeutet. Das bedeutet, der King hat hier mal wieder die Pole-Position zu verteidigen. Wie immer. So, jetzt aber... Das ist doch Quatsch, du kannst doch da... Mach dich doch halt ein bisschen dünner, Diggi. Moin. Die Arena von Vertania City war lange Zeit geschlossen, aber jetzt ist unser Arena-Leiter zurückgekehrt. Ab heute ist sie wieder geöffnet. Ich weiß immer noch nicht, wie die ganzen Leute da in die Feuerarena reingekommen sind. Der Laden war voll, aber ich musste dafür einen Schlüssel holen. Okay, Nidoking. Es gibt einfach nur einen Nidoking und das ist die Freddy. Das tut mir leid. Das ist das einzige Nidoking, das irgendwie relevant ist in diesem Spiel. Wetten, dieses Nidoking von ihm kann niemanden so gut wegstoßen wie unser Sifredi? Nee, glaubt man nicht. Da sehen wir es mal. Ach, Typvorteil. Das ist natürlich scheiße jetzt, aber egal. Den habe ich nämlich auch. Und bei mir rumpelt das nicht richtig. Du kannst dich einfach auch nicht mit dem King anlegen. Das ist normal. Na, Richard? Bravo, du entsprichst unserer hohen Erwartung. Ich kann heute nicht reden. Ich kann es einfach. Heute ist nicht reden. Reden ist heute nicht. So, Beutel. Was haben wir denn im Beutel noch? Medizintasche. Ich hätte gerne einen Hypertrank. Die KP wurden aufgefüllt. Danke für dich. Für mich, für uns. So, weil... Hä? Was soll ich da denn hinkommen jetzt? Ach so. Okay. Ja, so nicht. Ich bin dafür da, dir jetzt den Weg zu versperren. Ich wollte da unten lang, Großer. Und du lässt mich nicht. Bist du eigentlich komplett behämmert oder was? Hendrik? Das ist die erste Peitsche jetzt, oder? In der Originalversion hatte jeder eine Peitsche. Und er kommt hier mit dem Nidorino an. Als wenn das irgendwie besser wäre als der Nidoking, den wir hier gerade schon verhauen haben. Och. Och. Nur weil du keine Freunde auf dem Schulhof hattest, musst du es jetzt nicht an mir auslassen. Das ist doch Unsinn. Wer Toxin einsetzt als NPC, der hat einfach... Der läuft auch so ein bisschen am Leben vorbei. So, Rihorn. Was haben wir denn jetzt hier? Weiterkämpfen. Ja. Trotzdem bin ich ein bisschen gespannt, ob Giovanni jetzt der Endgegner, ja, der Arena-Leiter ist. Oder Gary. Tut mir leid, das ist Gary. Der heißt nicht Blau. Warum sollen die den Blau nennen? Was ist das für ein unsinniger Name?
meine, ich hatte ja schon mal darüber geredet. In Japan macht das vielleicht auch Sinn haben. Da hören sich die Namen ja auch ein bisschen schmuckvoller an. Aber blau, das ist einfach kein Name. Das ist... In deren Kultur ist das so ein bisschen verwurzelt, dass man da so Namen und Farben und sowas hat. Aber hier nicht. Ein wirklich starker Trainer zeichnet sich auch durch seine elegante Art zu gewinnen aus. Zum Beispiel mit Toxin. Und zwar wie so ein Weichei. Nicht die direkte Konfrontation suchen, sondern einfach nur so lamer Moves machen. Los, Henrike, lauf nicht weg. Ich hab's für dich. Nidoqueen, wetten? Nee, nee. Ich bringe die Gedanken nicht zu Ende. Aha. Sie hat in der Beziehung definitiv die Hosen, ne? Na? Und er nicht, deswegen kann er auch immer seinen Feelender da einsetzen. Ich find's aber schön, dass in der Arena immer noch im Hintergrund diese diese Rutschmatten da einfach noch drin sind. Ich hab den Halt verloren. Ja, das ist doch normal. Wie nennt man das? Das sind ja keine Förderbänder. Weil man hier auch so... Ne? Au, ja. Ja, war ja klar. Nee, so langsam geht die Luft aus, wa? Nein. Bei mir ist alles artig. Ding, 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 ding. So, los geht's. Kampf. Siedewasser. Los, 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 los. Die machen ja alles so wie ich damals bei Pokémon Stadium. Einfach nur Erdbeben-Spam. Und dann hoffen, dass man gewinnt. So war das. Wenn man ganz ehrlich ist, dann machen wir heute auch noch so. Das ist immer noch. Ein Rihorn. Ich wechsle mal. Das wird zu heiß jetzt mit dem King. Und dafür haben wir ja unseren Magnetrührer hier. Ah ja, da freue ich mich schon wieder drauf. Das wird gut. Hallo, ich mache wie Glurak, aber ich bin nicht Glurak. Blattgeißel war das, ne? Aber komm. Au, ja, da ist er. Es ist einfach immer noch gut. Ich weiß, es ist auch ein bisschen unfair, ne? Und auch über alle Maßen brutal, aber wir wollen ja hier auch gewinnen. Mir sind die Pokémon ausgegangen, ah? Aber erst immer so Reden schwingen von wegen, na? Du kriegst gleich noch auf die Fresse und ich bin stärker als du, ne, ne, ne. Und hinterher, ich bin Gummi, du bist Stahl. So, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Wie soll das denn hier vonstatten gehen jetzt? So, erstmal machen wir das. Gegengift, das ist ja noch viel besser. Kriegen wir die Ramschware hier auch mal weg. Und runter, zack, zack, zack. Jetzt hoch. Das ist schwierig, wenn man so einen Analogstick hier hat. Hi. Ich bilde mit meinem Pokémon eine extrem effektive Einheit, indem ich sie mit meiner Peitsche verhaue. Das ist immer am effektivsten, sag ich. Jörg. Aber der sieht auch so glücklich dabei aus. Dem kann man irgendwie auch nicht böse sein. Da gibt's immer schön mit der Route und keiner sagt was. Och komm. Och komm. Och komm. Das ist auch so ein Laden von Leuten, die einfach nur Sachen machen, die uncool sind. Es geht weiter. Es geht definitiv weiter. Jetzt aber. Da bringt's mir zu nichts. Da lass mal sein. Hier. Wasser! Wumms! Hatte der nur den Sandama dabei? Mehr nicht? Deine Pokémon und du, ihr versteht euch blind, oder? Ja, natürlich. Ich brauche dafür weder Lolli noch Peitsche.
So, er hier, er kriegt jetzt auch. Ich bin der Karate-König. Bis hierhin und nicht weiter. Ich besiegle dein Schicksal. Karate-König, ey, was ist das für ein guter Name? Nicht King Karate oder so? Nee. Karate-König. Auch gut. Also er ist Karate-König und schmeißt den Geo-Rock rein. Das ist doch Unsinn. Ich hätte jetzt gedacht, der hat Macho-Mai oder irgendwie so. Nee, Geo-Rock. Das ist ein astreines Kampf-Pokémon. Hat vier Arme. Das ist irgendwie aus dem Bootleg Macho-Mai, nur ein Fett. Ja, so ist das dann. Da hat es dann schon schnell mal aufgehört. Diese Initiative vom King, die ist einfach so schlecht. Der Karate-König wurde entthront. Das stimmt. So, und beim nächsten Mal gehen wir hier durch diese Tür. Ach, scheiße. Ich wollte jetzt hier einen Cliffhanger machen und die machen einfach das Lampe an. Was ist denn da nicht...